Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mangons Jakob von den Frakta und ich bin wieder in The Battle for Westnord. Diesem ganz wunderbaren Strategiespiel, das eben von der Community, der internationalen Community der Gamer gemeinsam entwickelt wird und daher kostenfrei zur Verfügung steht. Und es hat kein Pay-to. Ich hätte beinahe Pay-to-Win gesagt. Nein, kein Free-to-Play, dass ich eben irgendwie finanzieren muss, sondern es ist wirklich, das läuft über freiwillige Arbeit, so wie wir Modder das eben machen, so läuft hier eben die Spielentwicklung. So, nachdem ich letztes Mal schon das Tutorial zu meiner großen Schande verkackt habe, unfassbar, aber das zeigt eigentlich nur, wie gut das Spiel soll, wie schlecht ich, das kann man jetzt sehen, wie ich will das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich versuche jetzt mal die Kampagne. Also eine Kampagne, sind ja mehrere. Das sind halt schon sehr coole dabei, aber schwierig ist halt echt nichts für mich. Ich soll vielleicht einfach. Das ist auch nicht so lang, gell? Das sind vier Szenarien. Das könnte man eigentlich relativ zügig. Aber das reizt mich nicht so wirklich. Das können wir mal machen. Guerilla-Taktiken gegen Orks mit Elfen. Okay, cool. Wir machen mal lieber sehr einfach. Nachdem ich das Tutorial schon verballert hat. Wenn ich das jetzt natürlich auch verballere, dann ist es unfassbar. Dann, ja. Als Menschen und Orks den großen Kontinent erreichten, versetzte dies die Ureinwohner in helle Aufregung. Zwischen den Elfen, Zwergen und anderen Rassen hatte zuvor ein unsicherer Friede geherrscht, welcher in den letzten Jahrhunderten nur durch einige Scharmützel getrübt wurde. Niemand hätte vermutet, dass die Ankunft der Fremden zu einer Reihe von Konflikten führen würde, die in ihrem Umfang eine lang vergessene Intensität annehmen sollten. Die erste Begegnung mit den Neuankömmlingen verlief für beide Seiten schlechter als gehofft. Menschen besaßen zumindest einen Funken von Anmut und Charakter, wenngleich grob und unbeholfen, so genügt es den Elfen, um sie als Wesen derselben Natur anzuerkennen. Nicht so jedoch die Orks. Für einige Jahre nach der Ankunft Haltriks blieben Sichtungen von Orks eine Seltenheit. Nicht mehr als ein harmloses Gerücht in den grünen Wäldern der Elfen. Bis zu jedem Tag, als Erlornas, ein Elf aus einem alten Arztgeschlecht, auf einen bis dahin unbekannten Gegner traf. Die Orks wurden zuerst in den nördlichen Sümpfen im großen Wald von Westmeer gesichtet. Guck mal, da gibt es auch ein Erzgebirge. So. Verteidigt den Wald. Lomafell. Eine Gruppe von Kreaturen hat im Norden ein Lager aufgeschlagen und verwüstet dort den Waldmannfürst. Unsere Speer glauben, dass es sich um Orks handelt. Elornas Orks? Das erscheint mir wenig glaubhaft. Diejenigen, die den Menschen hierher gefolgt sind, wurden von Haltrik, ihrem König, erschlagen. Seither bevölkern Orks nur noch die Schauergeschichten, die man Kindern erzählt. So schien es zumindest mein Herr, doch gerade in diesem Moment befindet sich eine Bande von ihnen im Norden und rückt den Wald mit Äxten zu Leibe. Das gesunde Holz dient ihnen anscheinend nur als Brennstoff. Sie machen sich nicht mal die Mühe, ihren Unrat zu vergraben. Selbst hier rieche ich noch den... Selbst hier rieche ich den fauligen Gestank. So bewahrheiten sich die Geschichten also doch. Ihrem Treiben muss ein Einhalt geboten werden. Ich werde die Truppen selbst in die Schlacht führen, um dieser Plage Herr zu werden. Du aber, Lormafell, musst den Rat aufsuchen, berichten, was wir herausgefunden haben. Verstärkungen wären zudem eine gute Idee, da wir nicht wissen, wie groß die Zahl dieser Plagegeister ist. Jawohl, mein Herr. Ich finde das schön, andere Spiele machen eine Fanfare oder einen Trommelwirbel, irgendwas, wo man in die Schlacht zieht. Aber ein Hahngekrähe, ja, ein krähender Hahn, ne, warum auch nicht. Aufwachen, jetzt geht's los. So, verteidigt den Wald. Sieg, besiegt Uruga. Niederlage, Erlorn. Ja, verliert den Anführer in der Schlacht, das kenne ich irgendwo her. Rundenbegrenzung überschritten. Ah, okay. Das heißt, ich darf die eben nicht mit Guerillataktik niedermetzeln. Ich muss die relativ zügig niederstrengen. Bonus, mitgebrachtes Gold, Bonus für rechtzeitig Endes, 40% Goldstücke werden mit ins nächste Szenario genommen. Das heißt, wenn man mit wenig Truppen auskommt und Geld spart, dann hat man mehr davon im nächsten Szenario, was ziemlich wertvoll sein kann. So. Dann rekrutieren wir mal. Ich nehme auch an, dass gegen die am besten die Elfenbogenschützen sein werden, beziehungsweise ich brauche eine Schamanin mindestens. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 168. Ja gut, aber eine gewisse Zahl muss ich
Abgesehen davon habe ich ja eigentlich hier genug. Warum kann ich jetzt nicht? Ach doch. Aber einen Speer hole ich mir. Wobei. Ich nehme zwei. So. Ihr Schoofsäckel. Du kannst auch mal was schaffen. Du gehst die Siedlung erobern. Weil jede dieser Siedlungen kriegt ja ein Fähnchen und dann kriegt man Geld. So, das rekrutiert der Ork. Seht sie euch an. Groß, langsam, ungeschickt und kaum einer trägt einen Bogen in der Hand. Bleibt zwischen den Bäumen, spickt sie mit Pfeilen und der Sieg sollte unserer sein. Gott, für die Runde das muss er stehen, dann geht dahin. Sehr schön. Wir schwärmen aus. Oh, der schwärmt auch aus. Dann sollte ich vielleicht mit meinen Reitern ein bisschen geschmeidig bleiben. Ja, dann. Also richtig, hat er doch Bogenschützen. Dann richtet mal hier lieber eine Verteidigungslinie. Oh shit, das ist ja die Heilerin nach vorne gestellt. Ja, sie haben unseren Anführer gesichtet. Das heißt, sie. Sie teilen ihre Truppen. Eigentlich wäre hier der Nahkampf angebracht, meine Damen und Herren. Nee, nee, ihr bleibt alle schön im Wald. Das wird sie mir jetzt so erfolgreich, gell? Ist halt irgendwie doof, dass sie ihn jetzt schlagen und dann abrücken können. Ach, nach Heilen wird passiv gemacht, oder? Okay, die Elfenreiterei hält echt gar nichts aus.
Ja, sieht aber jetzt irgendwie doof aus. Wir haben uns in zwei Einheiten verloren. Sie flankieren uns schon. Finde ich jetzt nicht so ideal. Ach, das war die Heilerin. Ah, Monty. Das ist der Anführer. Oh, verkackt. Die sehen auch alle so gleich aus, die Elfen. Habe ich doch schon wieder verkackt. Ey. Ich habe auf sehr einfach. Nein. Das ist doch scheiße. Das führt jetzt schon zu nichts mehr. Ich bin schon wieder abgeschnitten vom Nachschub. Ich bin isoliert und ich bin eingekreist. Da kommt jetzt schon nichts mehr bei rum. Scheiß Orks. Ja, und der kann natürlich Nachschub produzieren. Warum haben die jetzt nicht getroffen? Ja, unfassbar, ihr seid so schlecht, ey. Spiel hat schon mal Mitleid mit mir. So, erstmal wieder unsere Siedlung zurückholen.
So, vom Nachschub ist er jetzt mal abgeschnitten. Ja, trotzdem ziehe ich die Bisse ab nach hinten. Den stehe ich mal da hin. Gut, das wird nicht viel bringen, aber. Ich habe ihn da reingeschickt, weil ich hoffe, dass ich bin mir ganz sicher, damit seine Rekrutierung verhindern kann, wenn ich da drin stehe. Sehr erfolgreich, also gar nicht. Ist auch eher bescheidener Erfolg. Ich habe auch nicht mehr viele Runden, gell? 17 von 24 haben wir schon, okay. Wäre da langsam Zeit. Uruga, das war kein fairer Kampf. 1000 Flüche über dich, Elfling. Ihr werdet leiden, mein Meister Hualshanar. Der wird euch im Angesicht dieser Welt tilgen. Immer diese letzten Worte. Der Kerl sprach von einem Walcher. Was, wenn? Sammelt die Truppen, wir müssen nach Norden. Ihr seid siegreicher Vorgang. Ja, aber zwischendrin war ich der Meinung, ich habe es schon wieder verkackt. Ja. Im Kessel, ja, im Waldkessel. Ja. Der erste große Waldkessel in der Geschichte dieses Kontinents. So. Agoner Wald um Mitternacht. So, Sieg, ihr seid siegreicher Vorgang. Restliches Gold 216. Bonus für ein frühzeitiges Ende 12 pro Runde. Runden früh abgeschlossen 7. Bonus 84. Gold 300. Prozentualer Anteil 40. Bonus Gold 120, die ich mitnehmen darf. Darf ich auch Truppen mitnehmen? Weiß ich gerade gar nicht genau. Ich habe Szenario beenden jetzt, gell? So, weiter geht's. Die Orks hatten eine breite Schneise von gefällten Bäumen hinterlassen, welche eher Lornas und seine Truppen in nordwestlicher Richtung folgten. Schließlich erreichten sie den Bereich des Waldes, wo dieser von vielen Wasserläufen durchzogen war. Dort erblickten sie etwas Ungewöhnliches. Die Spur der Orks führt direkt zu diesem Ort, mein Fürst. Vor uns befindet sich eine Festung. Warum wissen wir nichts darüber? Ich dachte, unsere Grenzen würden sorgsam überwacht. Ich weiß es nicht, mein Fürst. Seit Jahren gab es in diesen Landen niemanden, der solch ein Bauwerk hätte errichten können. Ich kann es mir so erklären, dass die lange Zeit des Friedens uns nachsichtig, kurzsichtig vielleicht gemacht hat. Wenn der Kampf vorbei ist, werde ich mir die Antworten holen, aber im Augenblick. Galza sieht Elfen. Ja, frisches Fleisch für unsere Wölfe. Ja. Sollten wir uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Glaubt diese wahnsinnige Kreatur wirklich, uns besiegen zu können? Das Aussehen kann täuschen, die Männer sollen. So, Meuchelmörder besiegt Galza, Niederlage Elornas, Feld der Schlacht, kennen wir schon. 24 Runden habe ich nur. 44% Ork-Meuchler sind schwer zu treffen. Ihr Gift ist heimtückisch, bleibt nahe der Dörfer, wo eine Vergiftung geheilt werden kann. Zwingt eure Feinde, euch vom Fluss aus anzugreifen. Ja. Verteidigungslinien am Fluss beziehen, am besten noch im Wald. Verhindern, dass sie rüberkommen. Okay, aber das machen wir nächstes Mal. Das ging jetzt wahrscheinlich wieder lang genug und dann heißt es wieder, der Monty, der spielt wieder stundenlang und das kann kein normaler Mensch sich angucken, das ist total bescheuert. Der soll endlich mal anfangen, kurze Videos zu machen. Genau, und weil ich mir das schon ein paar Mal anhören durfte, habe ich jetzt beschlossen, fertig aus. Eine siegreiche Mission genügt, auf sehr einfach, in einfach.
Einfache Kampagne, auch sehr einfach gestellt gewonnen. Und trotzdem, ja, trotzdem genieße ich die Früchte des Sieges. Ja. Nachdem ich Tutorial verballert habe, bin ich einfach mal glücklich. Und vor allem, weil es auch im letzten Gefecht zwischenzeitlich nicht so gut aussah, abgeschnitten von den Nachschublinien, eingekesselt im Wald. Naja, das Spiel setzt, das Spiel hat halt gewisse Herausforderungen. Es ist grafisch einfach im Vergleich zu Vollpreistiteln. Ich finde aber trotzdem, dass es hübsch aussieht und es ist halt eine zeitlose Grafik, weil es eben eine gezeichnete Grafik ist. Das ist eben der Vorteil, finde ich. Und es ist halt trotzdem ziemlich herausfordernd. Ja, nicht nur für Monty. Ihr könnt das auch gerne versuchen, mal auf schwer zu spielen oder die schwereren Kampagnen mal angehen. So, da meine Ehre eh schon geschändet ist, kann ich jetzt auch weiter zocken als nächstes Spiel, dem ich hoffentlich ein bisschen mehr am Abrollen bin als hier. Trotzdem komme ich gern wieder hierher. Ich finde das Spiel nämlich großartig und ich kann es einfach nur empfehlen. Und in dem Sinne, macht's gut, bis bald. Tschö.